So, dann mal hallo Leute, heute nicht aus dem sonnigen Brandenburgistan, liegt einfach daran, das Wetter war nicht allzu gut, dafür unter Beisein der Redaktion. Ich habe mir gerade den kleinen Fladikanten geschnappt und Jujutska ja ist auch nicht weit, die hier sitzt unter dem Schreibtisch, die kommt sicher auch noch hoch, denn es wurde ja schon nachgefragt, wo denn eigentlich die Redaktion ist. Ja, kleine Antwort, da ist sie, jetzt ist sie sogar zu hören, aber ist ja relativ logisch, dass wenn ich von draußen aufnehme, dann keine Katzen mit am Start sind. So, warum hat das Ganze gerade offline aufgenommen, als Premiere abgespielt und hey Leute, und nicht etwa live, das hat eigentlich ganz einfach zeitliche Gründe, beziehungsweise organisatorische und so ein bisschen zensuristanische, denn ich muss noch ein paar Sachen erledigen. Ich will nach der Aufnahme des Videos erstmal noch ein paar kleine Duelle auf dem Discord-Server spielen und danach muss ich noch in die Badewanne. Und ihr wisst ja, wie das ausartet, wenn ich live rede, denn dann sitzen wir jetzt nicht 20 Minuten hier und reden über die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 wichtigsten, 8 wichtigsten Themen, nee, 7 wichtigsten Themen des Tages oder zumindest 7 relevante Themen, ob das jetzt die wichtigsten sind oder nicht, überlasse ich natürlich euch, aber 7 Themen, die mir heute so in der Themen so aufgefallen sind. Dann sitzen wir jetzt nicht 20 Minuten oder eine halbe Stunde zusammen, nee, dann sitzen wir 1,5 Stunden zusammen und das würde meinen Zeitplan des weiteren Abendverlaufs doch ein bisschen beeinträchtigen. Aber für euch ist eigentlich wurscht, ihr habt ja sowieso einen Live-Chat. Also im Prinzip ist das jetzt gerade ein Vlog, damit es aber jetzt keine so große Verwirrung gibt, lasse ich die Kennzeichnung Vlog von einmal weg. Könnt ihr mir mal schreiben, ob das in Ordnung wäre, wenn ich auch ab und an offline aufgenommene Videos von draußen als Vlog kennzeichne, wenn da mehrere Themen behandelt werden, so wie es ja früher generell üblich war, oder ob ihr das wirklich als Kennzeichnung für nur live, für Live-Inhalte möchtet, die aber inhaltlich, wie gesagt, 1:1 die gleichen sind. Ihr habt da keinen Vor- oder keinen Nachteil von, ob das live ist oder nicht. Chat ist da, Themen sind da und jetzt legen wir los. Wir haben als erstes was, das haben mir Juna und Fladdy rausgesucht. Die waren nämlich ein bisschen echauffiert, was in Absurdistan los ist. Berichtet hat der Lügel. Ebenfalls ging das Ganze durch die Rhein-Neckar-Zeitung, denn es geht um einen kleinen Ort namens Walldorf. Konkret um Walldorf Süd. Die scheinen so ein wenig nicht das gallische Dorf zu sein, sondern eher so ein bisschen die Schildbürger zu sein aus dem Rhein-Neckar-Kreis. Die verhängen nämlich nun einen Katzenhausarrest. Per Allgemeinverfügung dürfen in Walldorf Süd bis zum 31. August keine Hauskatzen mehr das Haus verlassen. Oder Freigängerkatzen viel eher. Wer also ein Kätzchen sein eigen nennt, vielleicht sogar ein Kätzchen, was regelmäßig draußen rumturnt, oder vielleicht auch ein bisschen einen Revieranspruch hat, einen großen Garten hinten dran und so. Wer also ein Kätzchen in Walldorf Süd besitzt, der muss sein Kätzchen nun unter Hausarrest stellen. Da sollen dann demnächst die Katzen Stasi herumspazieren und gucken, ob da nicht doch vielleicht eine Katze rumläuft. Und wenn sie da eine Katze ausmachen, dann soll die Katze nach Hause verfolgt werden. Ja, Steuergelder bei der Arbeit, die Katzenhygiene-Abo geht um. Aber davon ja nicht drüber reden. Gucken wir uns mal an, was es damit auf sich hat. Es ist nun also per Gesetz eine Allgemeinverfügung und droht den Katzenbesitzern 5.000 Euro Strafe an, wenn ihre Katze das Haus verlassen sollte. Sollte die Katze eine Haubenlerche dabei irgendwo beschädigen, fangen, aufessen, sonst was, dann wiederum könnten es sogar 50.000 Euro werden, die Katzenbesitzer zu zahlen haben, weil der kleine Tiger draußen unterwegs war. Das alles soll dem angeblichen Schutz der Haubenlerche dienen, ist eine Vogelart. Angeblich brüten in Walldorf Süd ganze 6 Stück davon. Und die wären wohl akut vom Aussterben bedroht. Und dass die Vögel generell in Absurdistan massiv vom Aussterben bedroht sind, gerade auch in Regionen, die jetzt nicht so dicht besiedelt sind, das liegt nicht etwa daran, dass überall Windräder aufgebaut werden, dass da durchaus Substanzen in der Landwirtschaft zum Tragen kommen, die aufgrund ihrer, nennen wir es mal, toxischen Eigenschaften auch die restliche Fauna rundherum betreffen und nicht nur die Schädlinge. Nee, da sind natürlich die Hauskatzen dran schuld. Besonders die aus Walldorf Süd. Denn, wer kennt es nicht, die Killerkatzen aus Walldorf Süd, die machen da die ganzen Haubenlerchen kaputt. Naja, dass das hochgradige Tierquälerei ist, wenn man Freigängerkatzen, die das so kennen, die das so gewohnt sind, dass man die, wenn man die einsperrt, müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden, ist relativ logisch. Deswegen möchte nun auch der Tierschutzverein aus Walldorf Süd was dagegen tun. Der Tierschutzverein will nämlich juristisch dagegen vorgehen und dafür sorgen, dass dieses doch sehr, sehr unverhältnismäßige Mittel, wie sie es bezeichnet haben, nicht zum Tragen kommt. Der Bürgermeister gibt an, er kann da nichts gegen machen, es wäre eine Allgemeinverfügung. Und der Kreis soll, zumindest hat der Lügel erwähnt, der Kreis soll ja den Katzenbesitzern geraten haben, ihre Katzen während dieser Zeit zu Freunden oder Verwandten auszulagern. Ja, richtig. Katzen, die von Natur aus eigentlich relativ territorial sind, die eine ziemlich hohe Bindung an ihr Zuhause haben, die sich darauf einstellen, wo sie sind. Die sollen dann mal eben so ein halbes Jahr ausquartiert werden als Freigänger und da sollen sie dann woanders freigehen. Dass man mal eine Katze
im Urlaub wohin gibt oder mal irgendwo ein paar Tage betreuen lässt, ja. Aber dass das jetzt als Lösung vorgeschlagen wird für Freigänger, das zeigt, dass diese Leute, die so einen Irrsinn beschlossen haben, keinerlei Plan haben. Aber das kennen wir ja, das ist halt Politik. So, warum kann man Freigänger nicht einfach an einem anderen Ort freigehen lassen? Weil Katzen eine Eingewöhnungsphase brauchen. 3 bis 6 Monate, wenn sie irgendwo neu einziehen, damit sie das als ihr Zuhause annehmen, damit sie dann auch wieder heimfinden. Heißt, wenn man ein junges Kätzchen kauft oder ein neues Kätzchen kauft, dann wird einem in der Regel geraten, das Kätzchen erstmal so ein Viertel bis ein halbes Jahr drinnen zu lassen, damit es sich an die Gegebenheiten gewöhnt und dann auch wieder nach Hause zurückkommt, wenn es Freigänger ist. Wenn man nun also bis zum 31. August die Katze ausquartieren soll, dann bedeutet das, dass diese Katze dort, wo sie hin ausquartiert wird, nicht freigehen darf oder nicht freigehen sollte, weil sie mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht wieder zurückfindet, weil sie das nicht als ihr Zuhause akzeptiert, weil sie versucht, ihr richtiges Zuhause zu finden. Ist also wirklich völlig gaga, was da abgeht. Und natürlich ist Vogelschutz wichtig, erst recht, wenn es bedrohte Vogelarten sind, aber da sollte man vielleicht mal den machen und gucken, woran liegt es denn tatsächlich, dass die Haubenlerche ausgestorben ist. Dass da die bösen, bösen Katzen dran schuld sein sollen, es tut mir leid, aber das könnt ihr eurem Friseur erzählen. Ich glaube, den Schuh könnt ihr euch selber anziehen. Jetzt auf die Politik bezogen. Sicher, Katzen sind schon, sind eine der wenigen Tierarten, die zum Spaß jagen. Die machen das aus Freude, weil sie da Bock drauf haben. Die machen das nicht unmittelbar, um zu überleben, weil versorgt sind sie meistens ganz gut. Trotzdem, dass immer weniger Vögel vorhanden sind in im urbanen wie auch ländlichen Bereich, das liegt in aller Regel daran, dass viele Vögel schwieriger Nahrung finden. Dann, um nochmal auf die Agrarwirtschaft zurückzukommen, dass dann aufgrund der Pestizide, die eingesetzt werden, Insekten vergiftet werden, Vögel vergiftet, Insekten fressen und sowas und dann halt auch wieder dran versterben, dass eben kaum ausreichende Schutzgebiete da sind. Wenn man nun also die Haubenlerche schützen wollen würde, würde man noch dafür sorgen, dass die Haubenlerche irgendwo im Naturschutzgebiet angesiedelt wird. Aber nee, man versucht es auf absurdistanische Art. Man will jetzt nur in Waldorf Süd, weil da ist es gefährlich. Man will jetzt in Waldorf Süd die Katzen einsperren. Die Katzen aus Waldorf Ost oder Waldorf West ist überhaupt kein Problem. Aber die Katzenbesitzer können ja eine Sondergenehmigung beantragen, wenn sie nachweisen können, dass ihre Katzen zwar in diesem Sperrgebiet leben, aber nicht durch das Brutgebiet der Haubenlerchen laufen. So, jetzt wüsste ich gern, wie das funktionieren soll. Und da, ohne Scheiß, patrouilliert dann tatsächlich die Katzenpolizei. Wird dann geguckt, was macht der Haubenlerche und wo läuft deine Katze rum. Und wenn deine Katze aufgegriffen wird, dann wird die Katze verfolgt, um den Ursprung des Lebensmittelpunktes der Katze festzustellen. Also wirklich, man soll aber noch großzügigerweise an der Leine mit seinen Katzen rausgehen dürfen. Ja, toll. Also, es ist gaga. Aber wir wollen jetzt nicht nur über Katzen reden. Kommen wir zu deutlich relevanteren Themen. Gucken wir mal nach Berlinistan. In Berlinistan wurde nämlich berichtet, dass mal wieder 200.000 Euro Steuergelder rausgeknallt werden sollen von der BZ. Es geht einmal mehr um eine Erweiterung der Holzkästen auf Parkplätzen. Ja, richtig gehört. Die sogenannten Parklets, also wirklich Holzkästen, wo dann die Drogendealer sich's gut gehen lassen können, da abhängen können, ihren Müll liegen lassen können, die bisher nicht unbedingt dadurch aufgefallen sind, dass da tatsächlich groß flaniert wird. Diese Holzkästen, die seit Jahren in der Kritik stehen, die nur Platz wegnehmen, die nur Parkplätze wegnehmen, in ohnehin bereits massiv angespannten Verkehrssituationen, die werden nun multipliziert, da kommen 100 neue dazu. Ja, 200.000 Euro für 100 Holzkästen. Das ist also, weiß nicht, was die da berechnen, da verdient sich irgendjemand dumm und dämlich dran. Nicht jeder Bezirk will da allerdings mitmachen. Beispielsweise Spandau hat schon angekündigt, nee, wir brauchen eigentlich mehr Infrastruktur, denn da bei uns relativ viele auch Wohnungen neu geschaffen werden, da bei uns doch ein hoher Zuzug ist, ist es bereits jetzt massiv angespannt. Wir können es uns nicht leisten, die Anwohner auch noch zu tyrannisieren, indem wir denen da irgendwelche Kästen vors Haus stellen, wo dann abends die Krankis draufhängen. In Friedrichshain hingegen sieht man das ein bisschen anders. Da findet man es ganz, ganz geil, wenn man Parkplätze dicht machen kann, wenn man Parkplätze einfach zerstören kann, um den Anwohnern maximal auf den Sack zu gehen, um ihnen die eigene grüne Ideologie aufzuzwingen. Das wird dann damit argumentiert, dass es ja so schön ruhig ist und man da die Stadt entschleunigen kann. Also nochmal, eine Millionenmetropole, die ist per Definition nicht ruhig. Das liegt in der Natur der Sache, dass eine große Stadt, größte Stadt des Landes, dass da Betrieb herrscht, dass so eine Stadt auf Deutsch niemals schläft, dass eine Stadt immer hektisch ist. Ich kann es nachvollziehen, dass das einige nicht gut finden. Dann empfehle ich diesen Leuten aber nicht, in so eine Stadt zu ziehen. Wer die Alm will, der sollte auf die Alm ziehen. Aber nicht versuchen, eine Multimillionenmetropole wie Berlin zur Alm zu machen. Ganz einfach. Wenn man entschleunigt leben will, dann raus aufs Land. Die Option hat mittlerweile jeder. Man kann im Speckgürtel von Berlin deutlich günstiger leben als in Berlinistan und hat
durchaus auch die eine oder andere Möglichkeit, um dann in die Stadt zu fahren zum Arbeiten. Ob ich von außerhalb eine Stunde mit dem Zug reinfahre in die Stadt, meinetwegen auch von 100 Kilometern außerhalb, je nachdem an welcher Bahnschiene, oder ob ich eine Stunde durch Berlinistan fahre, um von einem Ort zum anderen zu kommen, das macht in der Konsequenz keinen Unterschied. Also wer ruhig und entschleunigt leben möchte, bitte zieht aufs Land. Aber diese Mentalität, wir kommen mal von der Alm, jetzt kommen wir in die Millionenmetropole, weil Berlinistan ist ja cool, jetzt wollen wir aber, dass es hier genauso ruhig ist wie bei uns auf der Alm. Und jetzt verbieten wir den Großstadtverkehr, jetzt verbieten wir den Leuten so zu leben, wie sie das wollen, jetzt zwingen wir denen auf, unserer Ideologie zu folgen. Also dieses Anmaßende, das hat man besonders in Friedrichshain, das hat man besonders in Kreuzberg, mitten in der Stadt. Also es ist doch gaga, dass diese Leute mitten in der Stadt wohnen wollen, gleichzeitig aber die Stadt verbieten wollen. Also da fehlen einem die Worte, das ist so ballerballer, das ist halt Absurdistan. Aber nun einmal mehr 200.000 Euro für noch mehr Holzkästen. Ich weiß nicht, ob da noch hier überall Findling daneben geworfen wird, kann ich mir auch gut vorstellen, kennen wir ja auch schon. Dient natürlich nur der Drangsalierung der Leute, die ohnehin bereits jetzt teilweise 40 Minuten lang nach einem Parkplatz suchen. Anwohner, die pendeln müssen, die vielleicht selbstständig sind, zum Kunden müssen, Kundenbesucher, Handwerker, jeder, der vielleicht auch ein bisschen mehr zu transportieren hat, Kind und Kegel oder so und eben nicht nur vom Bio-Supermarkt bis zum Yoga-Studio und was weiß ich, wo die noch hinwollen, zum Darkroom oder so. Also Leute, die halt einfach einen normalen Alltag haben und da sich in einem etwas größeren Radius bewegen als einmal ums Karree. Aber das verstehen die Leute, das verstehen diese Figuren halt nicht. Ja, warten wir mal ab, wie unattraktiv Berlin noch werden muss, bis man mitbekommt, nee, das ist vielleicht keine gute Idee. Neukölln ist da auch eher skeptisch, die haben da auch keine sonderlich große Lust drauf. Und von Seiten der Bezirke kommen immer mehr Stimmen, die ganz eindeutig äußern, naja, wir wollen nicht auch noch dazu beitragen, dass Berlin eindeutig zur Stadt des Staus wird. Und das finde ich ziemlich gut. Also es gibt offensichtlich doch noch ein paar, die nachdenken. Aber in Friedrichshain, in Kreuzberg ist man davon weit entfernt. Was tatsächlich sinnvoll wäre, wäre eine Überarbeitung der Berliner Grünanlagen. Da gibt es Dutzende, große wie kleine, die teilweise sehr unattraktiv sind. Hasenheide, gutes Beispiel. Warum zur Hölle? Oder Mauerpark. Nee, Mauerpark ist ja, na gut, je nachdem. Görlitzer Park, meinte ich. Warum zur Hölle kriegt man es nicht hin, von Seiten eben jener Grünlinge und Ideologen dafür zu sorgen, dass die Parks so attraktiv sind, dass man dort dann auch freiwillig flaniert und sich auffällt. Da könnte man solche Holzkästen hinstellen, da kann man dafür sorgen, dass die Kinder spielen können. Da kann man ein sicheres Umfeld schaffen, dass sich da tatsächlich Leute begegnen, wie man immer so schön sagt, dass dort flaniert wird, dass sich dort aufgehalten wird. Aber Berlinistan macht es genau andersrum. Parks werden vergammeln lassen, das interessiert keine Sau. Und da, wo die Stadt nun mal lebt, da wo nun mal die Infrastruktur ist, damit so eine Stadt eben in Bewegung bleibt, die Straßen, die Verkehrsadern, da will man unbedingt Erholungszonen einrichten. Die wirklich sinnvollen Erholungszonen, die lässt man versanden, die lässt man vergammeln, da lässt man die Kriminalität Fuß fassen und alles andere, was bewusst ein Verkehrshotspot ist, das soll sabotiert werden, da soll man sich dann erholen gehen. Also es zeigt, wie dämlich die Leute sind. Aber gut, gucken wir uns die nächste Meldung an. Hier ist übrigens gerade die Chefin hergekommen. Schaut, der Herr Juna geht's auch ausgezeichnet. Kommen wir weiter zu den tatsächlich wichtigen Sachen. Oder was heißt tatsächlich wichtig? Wir haben noch was zum Thema Ideologie aus der Bild-Zeitung. Denn wir hatten uns ja gestern darüber unterhalten, dass das angepriesene 9-Euro-Ticket nun möglicherweise doch nicht kommen könnte. Und zwar kann es sein, dass es im Bundesrat noch gestoppt wird. Denn der Bundesrat muss natürlich noch zustimmen. Dafür wären 35 Stimmen notwendig. 35 Stimmen aus den unterschiedlichen Bundesländern werden gebraucht, damit das 9-Euro-Ticket ab 1. Juni wirklich in Kraft treten kann. Der Verkauf soll bereits am 23. Mai starten, an der Stelle interessantes Datum, aber klar, Verschwörungstheorie, nee, kleiner Witz an der Stelle, ist wahrscheinlich tatsächlich Zufall, weil es halt auf einen Montag fällt und für eine Woche vor Juni stattfindet. Nun stellen sich aber einige Bundesländer quer und tatsächlich zugestimmt haben bisher nur Berlinistan, Bremen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Saarland und Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein. Die kommen zusammen auf 30 Stimmen. Da fehlen also 5 Stimmen. Ein paar haben schon ganz klar ihr Veto eingereicht, haben gesagt, nee, wir stimmen da definitiv nicht dafür. Es sind aktuell 27 Nein-Stimmen zu erwarten. Wir stimmen da nicht dafür, wenn die Finanzierungslücke in Höhe, ich glaube, von 2,5 Milliarden nicht vorher geklärt wird. Die wollen das nämlich nicht auf die Länder abgewälzt wissen, die wollen, dass der Bund das übernimmt. Also gut, linke Tasche, rechte Tasche ist alles unser Steuergeld. Aber es ist doch schön, wie nun das Prestigeprojekt tatsächlich auch noch kurz vor knapp zu scheitern droht. Der Herr Wissing warnt vor dem Scheitern des 9-Euro-Tickets, denn das wäre ja ein wichtiger Schritt für eine Chance für die Verkehrswende. Also lieber Herr Wissing, kleiner Realitätscheck. Einfach nur zwei Fragen.
Gibt es genügend Personal, um das zu erwartend, oder das zu erwartende erhöhte Passagieraufkommen abzufertigen? Meines Wissens nach nein. Das sind drei Fragen. Gibt es genügend Fahrzeuge, um das erhöhte Passagieraufkommen abfangen zu können? Nein. Gibt es überhaupt irgendeine Möglichkeit, mehr Kapazitäten bereitzustellen? Nein. So, wie also soll das funktionieren, wenn man mit etwa 30 Millionen Kunden plötzlich rechnet, die man vorher nicht hatte? Wie möchte man die Millionen Leute, die normalerweise nicht mit der Bahn fahren, die das jetzt aus Gelegenheit tun, weil es halt gerade günstig ist, wie will man die versorgen mit der aktuellen Infrastruktur auf ÖPNV-Ebene? Es funktioniert nicht. Bereits jetzt ist es zu Stoßzeiten mehr als nur überfüllt. Fahrt mal zur Hauptverkehrszeit mit einem Regionalexpress von Berlinistan nach Potsdam. Viel Freude. Und dann noch mit Sklavenlappen vor der Schnauze. Also wer sich's geben will, bitte sehr. Ich freue mich für jeden, der nicht drauf angewiesen ist. Aber das zeigt doch das Grundproblem. Da wird irgendwas ideologisch übers Knie gebrochen. Wir müssen das jetzt machen, weil Baum oder so. Man hat aber die Grundvoraussetzung nicht mal für geschaffen. Das ist der gleiche Irrsinn wie in der Energiepolitik. Wir verbieten alles, was funktioniert. Wir wollen da irgend so eine Tagträumerei haben, für die aber keinerlei Grundvoraussetzung vorhanden ist. Ohne Speicher bringt einem Wind und Sonne nichts. Es ist dunkel draußen, es ist Nacht und Wind weht auch nicht. So, wo kommt jetzt der Strom her, den ich benutze? Ja, nicht vom Windrad. Aber das sind eben so Sachen, da wird nicht drüber nachgedacht. Weder von Pendlerpauschale noch von sonst wem. Pendlerpauschale stellt sich jetzt hin und legt einen Plan vor, ZDF heute, wie man denn Energie spart, einen Energiesparplan. Der Pendlerpauschale will, oder hat erstmal ein Zitat rausgehauen, wer Energie spart, der schützt das Klima, der stärkt das Land und schont den Geldbeutel. Also ich erinnere mich immer wieder bei solchen ideologischen Phrasen an diese Werbung damals aus dem Zweiten Weltkrieg aus Amerika. Wer allein fährt, der fährt mit Hitler. Haben wir uns im Geschichtsbuch angeschaut. Quellenanalyse und so. So Plakate, die aushängen. Wer allein fährt, der fährt mit Hitler. Worum ging's? Die Amerikaner sollten Fahrgemeinschaften zur Arbeit bilden, um weniger Benzin, Treibstoffe, Kraftstoffe zu verbrauchen, weil sie das für die Kriegsindustrie gebraucht haben. So, jetzt stellt sich der Pendlerpauschale hin. Wer Energie spart, der schützt das Klima, der stärkt das Land und schützt den Geldbeutel. Also klingt schon arg massiv nach Propaganda, aber ist okay. Wirkt auf mich alles wie dritte Welt. Weiterhin hat er angekündigt, dass Solardächer nun der gesetzliche Standard werden sollen. Und überhaupt, jede Heizung soll doch bestenfalls über Wärmepumpen laufen. Wärmepumpen sind ein ziemlich großer Scheiß. Das mag bei irgendwelchen neumodischen, superfertigen Baukastensystemhäusern funktionieren. Da hat man auch früher oder später noch einen Schimmel drin. Aber bei normalen, klassischen Gebäuden, die jetzt nicht dahin gerotzt werden aus einem Katalog Copy-Paste, die irgendwo noch ein bisschen historische Bausubstanz haben, die herkömmlich gebaut wurden, da kann man keine Wärmepumpe für nutzen. Das funktioniert nicht. Und selbst die neumodischen Häuser, die Wärmepumpen verwenden können, selbst da stellen sich nicht selten Probleme ein. Ist also Blödsinn, nun von oben herab vordiktieren zu wollen, dass man Heizungstyp A in allen Immobilien verwenden soll. Es funktioniert nicht. Das ist situationsbedingt. Wenn es die Situation gibt, dass ein Gebäude damit gut umgehen kann, dass das Gebäude damit auch oder darauf ausgelegt ist, dass da eben nicht der Schimmel in die Ecken kriecht, dann kann man das ja sicherlich tun. Aber das ist eben nicht die Lebensrealität der meisten Immobilien, die in diesem Lande existieren. Und auch davon abgesehen, es ist eben keine sonderlich hohe Leistung bei diesen Wärmepumpen. Also, dass man damit ein normales Gebäude warm bekommt, vergesst es. Und was passiert, wenn man nicht richtig heizen kann? Ja, Schimmel. Ist jetzt nicht sonderlich gesundheitsförderlich und auch nicht wirklich gut, um die Bausubstanz zu erhalten, aber ist offensichtlich das, was gewollt ist von den Herr Grünlingen. Naja, Pendlerpauschale legt nun also einen Arbeitsplan zum Energiesparen vor. Ebenfalls vermeldet wurde, ich glaube, das war irgend so ein Spartenblatt, ich krieg's gerade nicht mehr zusammen, auch irgendwie BZ, irgendwas Lokales, dass man sich nun dafür entschieden hatte, den Freizeitangeboten als erstes das Gas abzudrehen. Die Netzagentur hat sich darauf verständigt, was passiert, wenn das Gas knapp wird. Und man will ja überlegen, wie man die Industrie nicht sofort platt macht. Man will auch nicht, dass die Leute zu Hause im Kalten sitzen. Man will als erstes beispielsweise Schwimmbädern das Gas abdrehen. Alleine die Tatsache, dass über so einen Irrsinn nachgedacht wird, zeigt doch schon, in was für einem Takatuka-Land wir aktuell sitzen. Wir haben 2022. Wir haben eine solide Infrastruktur im Energiebereich gehabt.
muss man ja dazu sagen. Es ist überhaupt kein Problem, die Industrie, die Privathaushalte und auch den Freizeitbereich mit Gas zu bewirtschaften, zu versorgen. Das ist absolut gelöst, diese Sache. Das funktioniert seit vielen Jahren ohne Schwierigkeiten. Und jetzt kommt irgendein Ideologe daher, stellt sich hin, wir wollen aber das Gas nicht kaufen, weil wir mögen das Land nicht oder wir mögen die Person nicht. Und jetzt plötzlich katapultiert man sich selbst, wäre ja nicht das Problem. Jetzt plötzlich will man uns zurückkatapultieren auf einen Stand von vor 50 Jahren. Weil man selbst offenbar in seiner kleinen Ideologenwelt, ich weiß nicht, das innerste Bedürfnis hat, irgendwas Erreichtes kaputt zu machen oder so. Jetzt kommen wir nicht mit, aber der böse, böse Putin. Es gibt Dutzende Kriege auf dieser Welt. In jedem Krieg kommen Unschuldige zu Schaden und in jedem Krieg wird die Gegenseite der anderen Seite vorwerfen, es wäre völkerrechtswidrig oder sonst irgendwas. Das ist nun mal völlig normal, dass man immer denkt, der andere wäre im Unrecht, dass der andere der Verbrecher ist. So, das interessiert die absurdistanische Gier für gewöhnlich einen alten Eimer und das ist auch gut so, dass es die absurdistanische Gier einen alten Eimer interessiert. Ist nämlich nicht unsere Aufgabe. Jetzt plötzlich aber müssen wir uns da nicht nur einmischen, nee, jetzt müssen wir unser eigenes Land gegen die Wand fahren, Weil wissen sie vermutlich mal wieder selbst nicht. Oh, ich habe ein Katzenhaar im Auge, das ist gerade etwas ätzend. Also ihr seht, der kleine Flatti, der fusselt immer noch. Oh, das hat sich irgendwie ein bisschen blöd verhakt. Naja, versuchen wir mal weiterzumachen, auch wenn ich immer noch nicht allzu viel sehe gerade. Gucken wir uns die nächste Meldung an. Also nein, ich habe nicht geheult, mir ist nur ein Katzenhaar ins Auge geflogen. Gucken wir uns die nächste Meldung aus der Hessenschau an. Wir wollen ja einigermaßen effizient durchgehen. Die versuchen nämlich einmal mehr, konkret deren Gesundheitsminister, die versuchen einmal mehr den Absurdistanern, wenn auch nur den über 60-Jährigen, einen rosa Elefanten aufzuzwingen. Eigentlich war das Thema ja mehr oder weniger vom Tisch. Senilus hat relativ klar gesagt, nee, Moment, der Anlauf des Zwangs zum rosa Elefanten ist gescheitert. Offensichtlich möchte die Bevölkerung das auch nicht haben. Das nehmen wir so hin, das ist in Ordnung. Jetzt aber kommt der Gesundheitsminister aus Hessen und kündigt groß an, dass es doch sinnvoll wäre, nochmal nachzuschauen, ob man es nicht doch irgendwie hinkriegt, die über 60-Jährigen wenigstens zum Elefanten zu zwingen. Zumindest die sollen sich doch einen Elefanten reindrücken lassen, weil wegen Winter. Also das Erste, was mir dazu eingefallen ist, war eine potenzielle Entlastung der Rentenkasse. Verschwörungstheorie, schon klar. Aber es ist schön, wie sie es offensichtlich nicht akzeptieren wollen. Nun sollen sich Rentner was reindrücken, von dem überhaupt nicht klar ist, ob im nächsten Herbst überhaupt Zombie in Anführungszeichen wichtig würde. Und bei dem weiterhin nicht klar ist, ob das, was sich die Leute reindrücken lassen sollen, in irgendeiner Art und Weise einen Einfluss auf potenzielles Zombie hat. Weil wir wissen ja, dass Viren mutieren, das verändert sich. Also sich jetzt irgendwas reinzuziehen, irgendein Medikament, weil es könnte ja eventuell ein Krankheitserreger wichtig werden. Wir wissen auch noch gar nicht, ob und wir wissen auch nicht, welcher. Das ist doch gaga. Das ist wie, wenn man jetzt sagt, so, du nimmst jetzt eine Kopfschmerztablette, dann könnte ja sein, dass du Kopfschmerzen bekommst heute. Das ist natürlich Schwachsinn. Aber so funktioniert es da offensichtlich. Ja, man hat Millionen davon aufgekauft und hat Lieferverträge bis anno dazumal und natürlich muss man das irgendwie an die Bevölkerung raushauen. Nun also, der hessische Gesundheitsminister, der anregen will, dass sie im Juni eine Abstimmung darüber, einen Beschluss darüber fassen, mit ihrer tollen Ministerrunde, Konferenz, wie auch immer sie das bezeichnen, um den weiteren Anlauf sich zu erdreisten, um die Leute nochmal zum Elefanten zu zwingen. Wir werden mal sehen, ob Senilus sein Wort mal wieder bricht. Ich bin mir relativ sicher, dass er es brechen wird. Aber all das lebt natürlich vom Mitmachen der Bevölkerung. Und das scheint nicht ganz so, damit scheint es nicht mehr ganz so weit her zu sein. Da haben wir nämlich was Schönes von der Hessenschau nochmal. Ebenfalls aus Hessen wurde berichtet, dass tausende Pflegekräfte, die ja eigentlich dazu verpflichtet wären, sich da so ein Ding reindrücken zu lassen, in 12. Ausführung mittlerweile, dass tausende der Pflegekräfte sich nicht melden auf Behördenpost. Die haben nämlich weit über 10.000 bisher noch, Pflegekräfte, die sich nicht haben was reindrücken lassen, angeschrieben, um von denen abzufragen, wie schaut es denn aus, waren sie schon beim Dealer? Und von den über 10.000 Angeschriebenen haben bisher 2.900 geantwortet. An der Stelle Chapeau. Ich finde es einfach super, dass über 7.000 das einfach völlig ignorieren. Das ist genau das, was ich auch machen würde. Also ist meiner Meinung nach die beste Option. Und nun, großes Drama, die antworten ja alle nicht. Ja, auf Bullshit muss man auch nicht antworten. Aber es finde ich schön. Was habt ihr denn erwartet? Den Leuten was aufzwingen wollen, was sie nicht wollen.
wo die Leute kein Interesse dran haben, was ihre eigene persönliche Entscheidung ist, weil es ihr Körper ist, um den es geht. Und jetzt wird geheult, die melden sich ja alle nicht, wenn wir ihnen schreiben. Wir haben sich ja bisher nur gerade mal ein knappes Drittel haben sich zurückgemeldet. Ja, weil die Leute offensichtlich denken, macht eure Scheiße doch alleine. Nun will man überlegen, wie das weitere Vorgehen ist. Man will sie ja nochmal anschreiben. Aber das Ganze dürfte eine relativ große Never-Ending-Story werden. Denn wenn die Leute einfach na, das so machen, wie das bei Behörden ja auch üblich ist, die Sachen nämlich verlieren, kann jeder ein Lied von singen, der mal irgendwem geschrieben hat. Ich habe vor vielen Jahren mal BAföG beantragt. Nee, es war kein BAföG. Ich habe einen, es war was in Bezug auf das. Ich habe eine GEZ-Befreiung, während ich BAföG bekommen habe, beantragt. Also kann man ja machen als Student. So, habe also mitgeteilt, so, ich krieg BAföG, habe das auch alles eingereicht und ich habe keinen Bock, ihren Propagandabeitrag zu zahlen. Habe es natürlich ein bisschen freundlicher formuliert. Ich habe monatelang nichts von denen gehört, ist keine Sau ins Telefon gegangen. Permanent kamen irgendwelche Zahlungsaufforderungen, habe ich natürlich also per Einschreiben zurückgeschickt. Also habe immer wieder darauf hingewiesen, können Sie vergessen. Ich habe dann am Ende auch Geld von denen überwiesen bekommen. Vielleicht waren das die Kosten meiner Einschreiben oder so, ich kann es euch nicht sagen. Auf jeden Fall habe ich Monate, ach, fast 2 Jahre ging das. Ich habe fast 2 Jahre gewartet, bis sie endlich mal darauf geantwortet haben auf meinen Brief. Dann haben sie erzählt, ja, der Brief wäre ja, der wäre ja abhanden gekommen. Ja, bestimmt. Ich habe das Ding als Einschreiben abgeschickt und es kam Rückschein, also scheint ja angekommen zu sein. Aber es ist eine geile Ausrede. Ja, es wäre ja nicht angekommen bei Ihnen. Ja, nee. Und die, weiß nicht, die 6 oder 7 Briefe durch die 2 Jahre hinweg sind auch alle nicht angekommen, obwohl ich die Rückscheine hatte. Also offensichtlich machen die es doch genauso. Warten 2 Jahre, bis auf irgendwas mal eingehen, drohen, 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 denn das haben sie die ganze Zeit weitergemacht, Zahlungsaufforderungen, Mahnungen, die ganze Chose rauf und runter. Und dann irgendwann haben sie sich kleinlaut entschuldigt und haben mir dann, ich weiß nicht mehr, über 20 Euro überwiesen. Ich weiß nicht, wie sich das zusammengesetzt hat. Irgendwo habe ich den Brief oben noch. So, lange Rede, kurzer Sinn. Die haben also den Brief offenbar verschlampt oder ignoriert. Und jetzt wüsste ich gerne, warum die absurdistanische Bevölkerung das dann nicht genauso machen kann, können soll. Wieso nicht? Kommt halt 2 Jahre lang nicht an und Ablage P, fertig aus. Das ist genau deren Vorgehen. Immer wenn man selbst irgendwas von denen in Anführungszeichen will. Was heißt von denen will? Ich will ja nur, dass ich denen kein Geld abdrücken muss. Immer wenn man selbst irgendein Anliegen hat, dann wird das doch auch aussortiert und fliegt weg und man kann Glück haben, wenn da überhaupt mal jemand erreichbar ist. Aber dann diese Erwartungshaltung, wenn wir die anschreiben, dann müssen sie sofort springen. Nee, müssen sie nicht. Wie gesagt, man muss 3 Sachen. Man muss ab und an mal was essen, man muss was trinken. Also okay, der Essen und Trinken ist fakultativ. Man muss scheißen, wenn man was gegessen und getrunken hat. Das setzt das voraus und man muss irgendwann abkratzen. Viel mehr muss man nicht. Und auf so einen Schwachsinn reagieren, muss man auch nicht. Das sehen die ein bisschen anders, ist klar, aber ich finde es wirklich göttlich, dass die Leute da einfach cool bleiben und sich denken, ja, ihr könnt uns mal. Warten wir mal ab, wie da demnächst noch weiter geheult wird. Haben wir noch irgendwas ganz Wichtiges? Ja, wir schauen uns noch etwas aus der FAZ an. Die FAZ, die kommt nämlich auch nicht ganz so gut damit klar, dass Realität und Ideologie ein bisschen auseinanderdriften. Denn uns wurde erzählt, wie kaputt der Rubel doch ist. Der Rubel geht vor die Hunde und riesengroße Kursverluste und die Währung ist tot. Ein paar Wochen später ist davon nicht mehr allzu viel zu sehen, denn der Rubel ist auf dem besten Stand seit 2017 deutlich stabiler als der Euro aktuell. Das ist nur so am Rande. Ich ärgere mich tierisch, dass ich damals nicht für ein bisschen mehr Geld Rubel gekauft habe. Ich habe nämlich tatsächlich ein bisschen Rubel gekauft, aber halt Peanuts. Also habe ich jetzt 5 Euro Kursgewinn oder so. Ich habe tatsächlich einfach nur aus Prinzip ein bisschen Rubel gekauft und habe damals noch überlegt, Moment, wenn ich jetzt vielleicht doch eine, in Anführungszeichen, etwas höhere Summe in Rubel umtausche und das dann wieder verkaufe, wenn der Rubel wieder gestiegen ist. Hätte ich mal machen sollen. Ich wusste es, ich habe es aber trotzdem nicht gemacht. Und das ist das Schlimme an der Sache. Das passiert nämlich häufiger bei solchen Geschichten. Auf jeden Fall zurück zum eigentlichen Thema. Der Rubel wurde totgesagt von unseren Medien und nun plötzlich steht der Rubel so gut da wie lange nicht mehr. Und jetzt kotzt sich die FAZ darüber aus, denn dass der Rubel so gut dasteht, das liegt ja daran, dass Putin ihn manipuliert. Ah, ja, natürlich, jedes Land manipuliert seine Währung irgendwo ein Stück weit. Was meint ihr, was die EZB macht? Was meint ihr, wie der Euro manipuliert wird? Also das nur so am Rande. Dass der Euro überhaupt noch irgendeine Gültigkeit hat, das liegt daran, dass er, deutsch gesagt, manipuliert wird, weil echt der Gegenwert ist da an vielen Stellen nicht mehr vorhanden. Ist aber schön, dass man sich nur hinstellt und erzählt, der Rubel, der ist ja eigentlich gar nicht so stark, der wird ja künstlich hochgehalten. Das ist ja kein Zeichen von Stärke der Währung. Ach so, die Argumentation ist sehr geil oder die Beweisführung ist geil. Denn der Rubel wäre ja gar nicht so stark. Die Preise in Russland, die steigen ja. Liebe FAZ, das nennt man gemeinhin Inflation. So. Jetzt denkt mal ganz kurz drüber nach, was wir gerade in Absurdistan haben. Preissteigerungen teilweise um 2 Drittel. Inflation.
Ja, in Russland mag es auch Inflation geben, völlig korrekt. Aber mit dem Finger drauf zu zeigen, der Rubel ist tot und Russland manipuliert und schaut euch die Inflation da an. Das ist vielleicht ein blödes Argument, wenn man selber im Glashaus sitzt, wenn wir nämlich selber unter der Inflation ächzen und unser Euro genauso krachen geht. Und der Rubel hat von Natur aus einen deutlich besseren Stellenwert. Warum? Weil ein echter Gegenwert dahinter ist. Jetzt will ich nicht auf den Goldstandard oder so hinaus, aber Russland hat Bodenschätze, die irgendjemand immer brauchen wird. Davon haben wir nicht allzu viel. Heißt, es wird immer jemanden geben, der diese Bodenschätze haben will. Und wenn der Verkäufer mitteilt, er nimmt aber nur Rubel, dann muss der Einkäufer das sich da entsprechend anpassen. Heißt also, der etwas hat, was andere wollen, ist immer besser gestellt. Und natürlich hat dessen Währung dann auch die bessere Ausgangsposition. Dass man das aus ideologischen Gründen jetzt irgendwie kleinreden oder verleugnen will, das kann man gern machen, ist immer Blödsinn. Der Rubel wird den Euro überleben. Solange Russland sich nicht selbst eine neue Währung gibt, das kann natürlich sein. Aber wenn alles so bleibt, wie es ist, die Währungsverhältnisse so bleiben, wie sie sind, dann wird der Rubel definitiv dauerhaft besser dargestellt sein als besser dastehen als der Dollar oder der Euro. Weil die Russen eben wirklich etwas haben, was immer wertvoller wird. Denn wenn Rohstoffe weniger werden, was uns ja seit Jahrzehnten erzählt wird, die Ölknappheit und sowas, und ist ja bald alles leer, wenn das denn tatsächlich so stimmt, dann stehen die Russen sogar noch besser da. Die haben nämlich von allem relativ viel. Heißt, deren Währung, sofern sie die dann abfragen als Tauschmittel, deren Währung wird von Natur aus gestützt, was man von unserer nicht behaupten kann. Unsere ist eine hypothetische Währung aktuell. Wir haben nicht allzu viel anzubieten. Und das, was wir anzubieten haben, das wird immer weniger, weil die Industrie, weil die Unternehmen abwandern. Also, liebe FAZ, bevor man sich also hinstellt und erzählt, in Russland wird ja alles so teuer, die Nahrungsmittel oder die Lebensmittel und so, sollte man vielleicht mal gucken, was hierzulande abgeht und ob da in irgendeiner Art und Weise der Rubel dran schuld sein kann. Also, nicht so wirklich. Aber das ist eben FAZ-Logik. So, machen wir erstmal Schluss. Halbe Stunde, immerhin nicht ganz so überzogen wie normalerweise. Jetzt spiele ich ein kleines Duellchen. Dann muss ich, wie gesagt, noch in die Badewanne. Und hier kommt gerade ein kleiner Spargeltarzan, denn der kleine Fladdy, ich weiß nicht, ob ihr das seht, der ist irgendwie so ein bisschen, also mir kommt er sehr, sehr dünn vor. Er frisst wie ein Scheunenbrecher, aber er ist halt ein kleines, ja, so ein Strich in der Landschaft. Ich denke mal, das verwächst sich noch, der wächst ja auch noch, da ist er gerade mal ein Jahr alt, aber er ist noch ein sehr, sehr zartes kleines Kätzchen, also Gewichtsprobleme hat dieser Kater definitiv nicht. Ich sage immer, es ist mein Spargeltarzan. Gerade von oben sieht er halt auch echt ein bisschen dünner aus, aber ja, was soll ich machen? Er frisst und frisst und frisst und ist absolut fit. Seht ihr das? Also, klein Fladdy muss auf jeden Fall noch ein bisschen was auf die Hüften kriegen, aber ich denke, das kommt noch. Bei Juna gab es ja zeitweise eher das gegenteilige Problem. Juna war ja eher so, dass sie ein bisschen auseinandergegangen ist dann mitunter. Aber der kleine Flat, oh, der ist eben Spargeltarzan. Aber ihm geht's blendend. Ich denke, das sieht man einigermaßen. Nichts hat er nicht allzu viel Bock, hier hochgezogen zu werden, wie so ein nasser Sack. Schaut euch das Tier an. Aber es schnurrt die ganze Zeit. Ist immer noch so eine Schmusebacke wie als Babykätzchen. Auch wenn er mittlerweile schon so ein richtiges Katerköpfchen hat. Er hat einen sehr kleinen Kopf. Oh gut, das ganze Katerchen ist halt noch sehr zart. Aber langsam erkennt man auch, das ist ein kleiner Kater. Hm, Bibi? Nicht nach hinten umfallen. Naja, lassen wir das Fusseltier mal weiter fusseln. Macht euch einen schönen restlichen Abend. Und dann geht's dann in Kürze, wahrscheinlich nach dem Schlafen, mit den nächsten Meldungen weiter. Deswegen bis dann.